Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Marco und ich habe wieder mal ein Schiffsmodell von Kobi für euch. Ihr wisst ja, auf die freue ich mich immer besonders. Und das ist mal ein kleineres, das mir aber auch sehr gut gefällt. Ein deutsches U-Boot des Typs 7B und nicht irgendeins, sondern U-47. Das ist ein ganz besonderes U-Boot, darauf kommen wir noch. Wir haben einen Maßstab von 1 zu 144. Im Original waren diese U-Boote 66 Meter lang. Also, sagen wir mal, ein Viertel von der Bismarck oder so, also 1 zu 300, wäre das halt ein ganz, ganz kurzes U-Boot. Deswegen hat Kobi gesagt, wir machen es im Maßstab 1 zu 144. Wir haben natürlich wieder einen schicken Standfuß, hier mit einem Print direkt auf diesem schwarzen Spezial-Slope von Kobi. Ich meine, das ist ziemlich alle Teile hier sind irgendwie speziell. Ihr wisst ja, Kobi geht da in die Vollen, was die Gussformen angeht. Wir haben jede Menge Prints. Das fängt bei den offensichtlichen Sachen hier an und endet hier. Hier hinten ist ja im Original so ein Geländer aus Stahlrohr. Und was hat Kobi gemacht? Sie haben hier, ich muss mal so ein Teil rausholen. Dazu muss ich es ein bisschen auseinanderbauen. Ja, aber warum nicht? Kobi hat hier ein Fensterelement bedruckt mit dieser Reling. Also schon irre. Ich muss gleich nachher mal in der Anleitung zählen, wie viele Prints es denn sind. Das Set hat 422 Teile, davon einige bedruckt. Was man auch sehr schön sieht, ist hier dieses sogenannte Marling. So wird das bei U-Booten früher genannt. Dieser schnaubende Stier ist quasi so das Maskottchen, das Typbild dieses U-Boots U-47. Aber ich habe ja gesagt, U-47 war ein besonderes U-Boot. Warum? Es wurde kommandiert von Günther Prien. Der war erst Oberleutnant, später Kapitänsleutnant, also ein Kaloi, wie man es auch von das Boot U-96 kennt. Und dieser Günther Prien, dem ist ja ein echtes, wie nennt man das, Husarenstück gelungen. Der ist im Oktober 1939 nachts heimlich in Scapa Flow eingedrungen. Etwas, das eigentlich laut den Briten unmöglich sein sollte. Scapa Flow, eine große Bucht ganz im Norden der britischen Inseln, umgeben von Inseln mit U-Boot-Sperren, mit Flugüberwachung, mit Patrouillenbooten, damit da niemand reinkommt, der nicht dahin gehört. Denn das war der große Seehafen der britischen High Seas Fleet, also eines Großteils der britischen Flotte für den Atlantik. Von dort aus sind Schiffe ausgelaufen, jede Menge Kriegsschiffe, da lagen Schlachtschiffe und so weiter, Kreuzer, Zerstörer, mal mehr, mal weniger. Und dieser Günther Prien hat es tatsächlich geschafft, an den Schiffssperren vorbei, weil es da gute Luftaufnahmen gab, die Deutschen hatten die erbeutet, nachts einzudringen und hat es geschafft, ein altes britisches Schlachtschiff, die Royal Oak, die dort ziemlich einsam vor Anker lag, zu torpedieren und zu versenken und auch wieder aus Scapa Flow zu entkommen. Das war, ich glaube, die zweite oder dritte von insgesamt 10 Feindfahrten dieses Schiffs. Auf der 10. Feindfahrt ist das Schiff dann verschollen gegangen und dieser Günther Prien wurde noch posthum zum Korvettenkapitän befördert. Das war natürlich ein riesen Propagandaerfolg für Deutschland damals, ein riesiger Erfolg der Kriegsmarine. Ein U-Boot dringt in diesen Hafen ein, sollte eigentlich nicht gehen und versenkt ein Schlachtschiff. Wenn auch eins, das 1914 gebaut wurde und modernisiert wurde. Aber genug zur Geschichte, kommen wir zurück zum Modell. Die Bautechnik ist schon ziemlich irre wieder, typisch Kobi. Ihr seht hier nur auf Plates, ne? Plates und Baurichtungsumkehrer. Noppen nach oben gibt es bei diesem Modell praktisch nicht. Man baut immer zur Seite. Und dank der ganzen Spezialslopes hier sind auch diese Wulste hier, diese Druckkörper, schön, richtig schön und originalgetreu dargestellt.
diese deutschen U-Boote waren ja unter anderem auch deshalb so erfolgreich, weil sie anders als die meisten anderen U-Boot-Typen damals nicht so eine runde Zigarrenform hatten, die unter Wasser zwar in Ordnung war, aber über Wasser bei starkem Seegang und so sehr stark schlingerte, nicht so gut fuhr. Diese, das waren quasi Schiffsrümpfe, die fuhren über Wasser mit Dieselantrieb 17 Knoten schnell, unter Wasser dann mit Batterieantrieb immer noch 8 Knoten. Und diese ja, schnittige Form, dieser Kiel, das hat diese U-Boote, sag ich mal, von ihren Fahrleistungen her so gut gemacht. Will euch mal zeigen in der Bauanleitung, wie man das Ganze hier, ja, das hier wird, ist der zentrale Teil des Rumpfs. In der Mitte jede Menge Baurichtungsumkehrer. Es werden auch sehr viele dieser einzelnen Noppen wieder verbaut. Und auf diesen zentralen Rumpf baut man links und rechts drauf. Natürlich fast spiegelsymmetrisch. Fast, weil es hier auf der Steuerbordseite einen Anker gibt, den wir an der Backbordseite nicht haben. Das ist so der eine größere Unterschied. Und diese Antenne, ich glaube, das ist das Periskop, diese Antenne hier, die ist nicht ganz mittig. Ansonsten ist das Ganze spiegelsymmetrisch. Ja, ich sage ja Maßstab 1 zu 144. Ein U-Boot dieses Typs im Maßstab 1 zu 300 ist dann ungefähr so lang. Kennt ihr vielleicht noch, das U-Boot steht in unserem kleinen U-Boot-Bunker. Ein Set, das aktuell, fürchte ich, vergriffen ist. Ich hoffe, es kommt bald wieder. Und nur, dass ihr mal einen Größenvergleich seht. Also das hier hat den gleichen Maßstab wie die ganzen Kobi-Schiffe, wie die Bismarck, wie der Flugzeugträger Graf Zeppelin beispielsweise oder wie die britischen Schiffe, die HMS Belfast beispielsweise. Die HMS Hood wurde von Kobi jetzt ja angekündigt. Die soll, glaube ich, dieses Jahr noch erscheinen. Freue ich mich drauf. Die werden wir dann natürlich auch hier haben. Die werde ich für euch bauen. Aber hier in dem Maßstab kann man natürlich mehr Details darstellen. Und klar, wir haben das Boot mit ganz normalen Noppensteinen so realistisch wie möglich nachgebaut. Das hat, finde ich, auch seinen eigenen Charme. Kobi geht mit seinen ganzen Spezialslopes natürlich näher ans Original. Das ist halt, sag mal, an der Schnittstelle zwischen Noppensteinen und einem Revell-Modell aus Fertigteilen. So für mich. Man hat den Bauspaß. Aber es sind sehr, sehr viele Spezialteile dabei. Übrig bleibt praktisch nichts, nur diese halt und hauptsächlich solche Einzelnoppen. Kennt ihr ja schon, damit lässt sich die Baurichtung umkehren. Wir haben solche Einzelnoppen auch im 200er-Pack als Partpacks bei uns im Shop. Verlinke ich unten auch mal. Und hier ist beispielsweise so eine 1x1 Spaceplate. cooles Teil. 2x2 habt ihr beispielsweise hier. Ja, der U-Boot-Typ 7B war eine Weiterentwicklung des Typ 7A, hatte hinten zwei Ruder, hatte größere Dieseltanks, hatte eine größere Reichweite, war damit auch endlich atlantiktauglich und hatte hinten auch ein Hecktorpedorohr. Und man konnte auch hier am Oberdeck noch weitere Torpedos unterbringen. Insgesamt konnte ein solches Schiff 14 Torpedos mit sich führen. Der Nachfolgetyp 7C war dann der erfolgreichste und meistgebaute U-Boot-Typ dieser 7er-Gruppe. Ich glaube, das U-Boot U96 mit dem Walter Günther Buchheim oder wie er hieß, diesem Kriegsberichterstatter an Bord, das man aus der Verfilmung das Boot der Serie und so kennt, war ein U-Boot des Typs 7C. Aber wie gesagt, das ist ein spezielles U-Boot wegen Günther Prien und dieser Feindfahrt nach Scapa Flow. Hier ist noch die Box. Sieht schick aus. Hier sind auch wie üblich ein paar historische Facts. Man sieht auch mal das Original mit diesem Maling, dieser Bemalung mit dem schnaubenden Stier am Turm. Ich finde, dieser U-Boot-Typ, der ja auch sehr für mich der bekannteste deutsche U-Boot-Typ der damaligen Zeit, sehr gut getroffen. Kompliment an Kobi. Ja, das ist unser U-Boot U47, ein Kobi-Set mit der Setnummer 4828, 422 Teile für 37,95 €.
46 cm ist es lang, 5 cm breit, 13 cm hoch. Absolut entspannt aufzubauen. Und ich gucke jetzt noch mal kurz in der Teileliste hinten nach den Prints. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Prints sind es. Hier sieht man die Teileliste. Und die letzten Teile sind die bedruckten. Ja, und für heute war es das damit auch schon wieder aus dem Noppenstein-Studio. Das große Patrouillenboot, dieses Riesenset, habe ich euch letztens vorgestellt. Und die Neuauflage der Graf Zeppelin auch. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich hoffe, dass momentan beide diese Sets bei uns auch lieferbar sind. Ja, wie gesagt, für heute war es das aus dem Noppenstein-Studio. Wieder mit einer kleinen militärhistorischen Geschichtsstunde von mir. Noppensteine kann man nie genug haben, finde ich. Demnächst gibt es noch mehr, auch bei uns. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen. Und falls ihr das hier aufbauen wollt, das hat man in einer Stunde bis anderthalb Stunden locker entspannt aufgebaut. Ich habe anderthalb Stunden gebaut, habe dabei aber auch ein bisschen auf den Fernseher geschaut. Jawohl. Ach ja, und zwei Bauschritte. Bauschritt 1 ist nicht eine Tüte mit einer Nummer 1 drauf, sondern 6 lose Tüten in der Packung. Und Bauschritt 2 ist dann auch ein paar Tüten in einer großen Tüte mit einer 2 drauf, also schön getrennt. 422 Teile in 2 Bauschritten. Also noch einfacher geht's eigentlich nicht. Tja, jetzt aber tschüss.